ich euch mal was über Mailand erzählen. Da bin ich ja letztes Jahr im November dahin gefahren. Das war mein erster Urlaub seit vielen Jahren und ich bin natürlich ein Angebot von einem Reiseunternehmen, was bei uns ganz in der Nähe ist, bin ich da aufmerksam geworden, und zwar Städtereisen, 2 Tage Shoppingtour in Mailand für 99 Euro. Mein klar, dass ich bei diesem unschlagbaren Angebot habe zuschlagen müssen. Gut, Einzelzimmerzuschlag 40 Euro, aber das ist ja auch nicht die Welt, von daher war das immer noch sehr günstig. Als der Tag X gekommen ist und wir da runtergefahren sind, Leute, ich sag's euch, ich habe das schönste Wochenende gehabt, schon seit Jahren. Allein schon die Fahrt da runter, wenn du den Comersee siehst, den Lugano-See und ach, da kannst du nicht kaum einschlafen, gell? Das Hotel war der Hammer. Also kein irgendwie scheiß Hotel, wo irgendwas nicht stimmt mit der Hygiene oder sonst was. Ich hatte ein super schönes Zimmer, das war auch richtig groß für eine einzelne Person, das Badezimmer. Und das Zimmer selbst, also das hätte auch nur Stich für 2 reichen können. Ganz im Ernst, schon auch ein Frühstücksbuffet dann am Tag von der Abfahrt. Man hat wirklich so viel zum Essen bekommen, es war eine große Auswahl da. Also wenn da niemand satt geworden ist, ich weiß es auch nicht. Es ist wirklich empfehlenswert, da mal runterzufahren. Nicht nur für die Leute, die auf Shopping aus sind oder an den Läden von Louis Vuitton, Dolce Gabbana etc. vorbeilaufen wollen, sondern auch architektonisch und kulturmäßig hat die Stadt doch so einiges zu bieten. Ich habe übrigens, das verlinke ich euch auch in der Infobox, eine Webseite, wo sich alles um das Thema Italien dreht. Da habt ihr übrigens auch die ganzen Infos und auch einige Fotos zu Mailand, wenn ihr wollt. Ich habe allerdings noch mehr, die kann ich euch in Form einer Dia-Show zusammenstellen und dann könnt ihr die hier auf YouTube, meinem Kanal, dann auch sehen. Wie gesagt, wenn ihr das wollt, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Ich freue mich. Ja, und ich hoffe, euch hat jetzt der kleine Beitrag gefallen. Es wäre schön, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet und ci vediamo, wir sehen uns.